Wieder da. Bibi. Holt eure Questbelohnung ab, ne? Mit dem Standard, mit dem ersten Questbuch da. Was quasi alles ein bisschen erklärt. Da gibt's immer gutes Zeug, so wie Kekse und goldene Äpfel und alles Mögliche. Und ein Orb of Origin zum Beispiel. Hier ist jetzt der Rucksack, daran arbeiten wir gerade. Oder das haben wir gerade so nebenbei mitgemacht. RTP. Das muss gar nicht jeder angriffen. Ne, den Reward muss jeder abholen. Aber die Items angriffen nicht. Das heißt, ich brauche gar keine Questkiste zu machen. Korrekt. Doch. Die Quest, die ist unter 1. Die muss jeder machen. Achso, ja. Für die andere Quest. Unter L. Für die Advancements, ja. Für die Quests nicht. Ich würde aber tatsächlich keine Questkiste machen. Einfach Simple Storage Network, alles ran und fertig. Und dann könnt ihr das selber raussuchen, fertig. Sollen die auch ein bisschen was tun, nicht? Ich muss abgriffeln einfach den ganzen Spaß. So, das haben wir alles. Chatpack. Brauche ich nicht. Elytra. Brauche ich nicht. Alles Blödsinn. So, Claims und Guilds haben wir schon. Und Partys. Wollen wir noch eine Party machen oder reicht es in der Gilde? Okay, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht in der Party irgendwie XP-Gesicht teilt oder so. Wir können einfach mal machen. Wow. King Hell. Okay, Claims and Guilds, Parties, Open Pack Parties from a Basic Party, du. Guild Settings are cool. Ich mach mal eine Party. Machst du heute eine Party? Mhm, ich mach eine Party. Machst du heute Party? Good. Hallo Arte. Schon wieder? Hattest du nicht vorhin schon mal Hallo Arte gesagt? Könnt ihr einfach mit beitreten oder was? Nee. Ich glaube, du musst uns einladen. Ich kann euch nicht einladen. Ihr müsst dann direkt sogar joinen oder so? Slash Party. Oder warte, warte mal, Members? Member Invite, oh Gott. Invite, und jetzt kann ich euch einladen, okay. Wie ich so den Sound. Es wäre mein eigener Soundeffekt nicht schon nervig genug, weißt du? Richtig von euch auch noch. Schrimbes. Excel, warum bist du eigentlich ein Bärchen? Oder seit wann? Schon was länger. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle eine Dings. Ich hoffe, ihr habt alle eine Party. Excel. Eine Rose Bangre, Sklain. Fehlen noch Schrimbes und Lexbrain. Wobei, ich bin schon oder ihr seid vor mir drin gewesen und seht. Also, wir müssen trotzdem joinen können. Ja, das steht unten drüber. Danach kommt die Nachricht. Das ist da komisch. Ja, ja, es ist ein bisschen doof. Ich nehme auch den Erschidobi. Das Fledermaus ist scheiße. Am besten machst du immer in Reihen. Nicht so nebeneinander, da wächst das langsamer. Nach innen rein, was? Hä? Nee! Er hat alles einfach nebeneinander gebaut auf dem Feld. Und er muss am besten nicht, mehrere Reihen bauen. Warte. Ich glaub nicht, was ich gerade aus dem Sandblock ausgebuddelt habe. Warte. Nen Eimer. Okay, da hat wohl jemand seinen Eimer vergessen. Softie, wie fliegt man nochmal, wenn man hier am Boden ist? Mit G. Also anpflanzen, eine Reihe leer und wieder anpflanzen, oder wie? Warum? Nein, eine Reihe Weizen, eine Reihe Möhren, eine Reihe Kartoffeln. Ach so. Warum? Weil das schneller wächst. Wieso wächst das schneller? Minecraft, Mechanik, keine Ahnung. Ja, wann das denn? Schon das immer. Schon,
schon seit 1,12 oder eher noch. Was? Also diese 9er Wasserfeld, ein Wasserfeld für einen 9, also für 9er, 9x9 ist nicht effektiv. Okay. Okay. Habe ich noch nie gehört. Ich habe mich tatsächlich noch nie drum gekümmert. Einfach gewartet. Ja. Scheiß drauf. Ach komm, da fliegt wer. Explay, denk dran, du kannst sterben, wenn du zu schnell landest, ne? Ja, ja. Ist wie in Elytra. Hab ich mich noch nie drum gekümmert, Wölfchen. So. Rüstung an. Oh, guck mal. Ja, aber das ist auch. Oh, ich hab ne Glasflasche ausgebuddelt. Was hier nicht so alles im Sand liegt. Sollen wir dir Metalldetektor geben oder sowas, dass du mal auf Schatzsuche gehen kannst? Noch ein Eimer. Hä? Ich weiß nicht, warum ich den vorhin überhaupt gecraftet hab. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das ein oder aus ist oder was auch immer. Haben wir denn Scheren da oder was, dass ich mir mal Wolle machen kann? Ich baue gerade eine. Cool. Dann würde ich mal rumfliegen und ein bisschen Wolle holen für Schafe. Dass wir uns alle mal im Bett machen können. Wo bist du? Da, Softy, fliegt dir jetzt zu? Fliegt mir zu? Ja, habe ich. Und da ist direkt das erste Schaf. Hallo. Oh, hoppsala. Als Tasterbisch. Okay. Ich musste mir nur eine Eisenspitzhacke machen, für, damit ich unten ein bisschen besser graben kann. Lexbe, noch ein kurzer Tipp zum Fliegen. Wenn du startest, spring erst und dann nutzt die Flugfähigkeit. Dann kriegst du nochmal einen ordentlichen Schwung. Am besten sprinten, hüpfen und dann losfliegen. Okay. Und, während des Fluges kannst du dann immer wieder hochsteigen, sobald die Energieleiste voll ist. Ich habe hier vorne ans Wasser mal noch 3 Zuckerrohr angepflanzt, schon bist. Und warte mal. Du hast Huhn. I know. Du hast Huhn? Warte. Aber eins bringt nichts. Ja, wir finden bestimmt noch ein zweites. Ja. Trin, ich habe 3 schwarze Wolle für dich schon, Trainer. Und das ist aber sehr vorbildlich. Ja, natürlich. Ach, hier, ist. Ja, ja, man muss nur eine oder die Tür aufmachen. Nee, die müssten drüber hüpfen können. Tun. Ich musste ein bisschen grober schneiden, damit's passt. Es wäre ein bisschen Hautfetzen dabei vom Schaf. Hier ist okay. Ja, das brennt sich beim ersten Mal reinlegen. Ah, weg. Ja, genau. Wobei, da brennt sich eher die Wolle weg als über. Ja. Oh, gleich 2. Ui. Ja, das ist der Skill vom Rancher. Was? Das ist mein Skill. Wie jetzt, du hast Skill. Geh mal weg. Wir wollen keine Menschen mit Skill bei uns in der Gilde. Ich hab Flugskill? Ja, was? Ja, mein Kleiner, was machst du denn hier? So, wie viel Wolle braucht man? Ich hab jetzt 12 Wolle. Wir brauchen 3 gleichfarbige, das reicht, würde erstmal reichen. Wie viele Leute sind wir aktuell? 1, wie viele Betten brauchen wir denn noch? Wir sind 6 Leute, wir brauchen 6 Betten. 2 haben wir schon, brauchen wir noch 4 Betten. 4 mal 3 macht 12. Wunderbar, dann habe ich 3 mal schwarz für dich und dann nochmal 14 weiße Wolle aktuell. Ich komme nach Hause. Macht meine Landebahn frei, ich komme. Ja, komm in Hot. Ah, okay, warte. Das war jetzt zu schnell. Und klatsch gegen die Wand. Nee, ganz entspannt hier, ganz entspannt. Der Wellmeiler fürs Holz ist schon ganz geil. Wo hast denn du das Holz hingepackt für die Betten? Ah, hier, hab's, danke. So, ich schmeiß mal ein paar Betten raus und pack mal meins oben ins Dings. Wollen wir dann die Nacht die erste Mal durchschlafen tatsächlich? So, wir haben 3 weiße Betten und 3 weiße Tauben. Das Schwarze kannst du hier neben das Graue stellen. Das Schwarze neben das Graue. Sie muss denn dran glauben. Ja. Gute, Betten gute. Sind jetzt hier hinten in der letzten Kiste drin. Das Schwarze von Träne sollte hier direkt neben das Graue, ne? In die Wand rein, richtig? Ja. Nö, das ist eine gute Idee. Wir werden sehen. Hoffentlich, ja, steck mir jetzt nicht das Ding an. so. Ich hüpfe mal kurz in meinen Leuchtturm. Hast du auch ein Bett dabei?
Hab ich dabei. Was ist das denn? Softies vorbereitet ist ja. Ja, ah, krass, oder? Aua, Band. Und da drinnen muss jetzt ein Knopf sein und da musst du drauf drücken. Oh, ach nee, du bist noch eine Etage zu tief. Nee, du musst dann da, wo du gerade ja, gelandet eine richtig, bist. Eine richtige Landebahn für mich zum. Ja! Und für mich in Lexplay. Und am besten dann mit einer Wasserwand am Ende, weißt du? Nee, ich würde eine Granitwand nehmen. Ach, ich muss da, Softie, ich komm hoch zu dir. Ja, du musst auch hier oben schlafen, Chef. Ich mach mal kurz. Softie, da wo du jetzt gerade bist auf der Ebene, da wo die Treppe ist, muss eine Leiter nach oben gehen. Wenn du da hochkletterst, ist irgendwo oben ein Knopf und da drückst du drauf und dann geht die Lichter an. Komm rein, ist offen. Ach, gute Nacht. Ach, gute Nacht. Oh. Das waren die falschen Lippen, Alter. So, hier haben wir jetzt die Redstone-Geschichte. Wo ist, aber hier ist kein Knopf. Ach, doch, TNT. Da ist Knopf. Es leuchtet. Aber es ist auch Redstone. Was kannst du bitte mal kein TNT da oben reinplatzieren, Chef? Genau das ist das Problem. Da ist nämlich Redstone. Und wenn du das ein TNT mitnimmst, dann könnte eventuell doof werden. Gleich, Softie. Der macht wieder doofes Zeug. Okay. Ja, nix Neues. Leuchtturm leuchtet. So. Das stimmt eigentlich. Hier was, ist auch Zuckerrohr. Was schwimmt? Nee, ich hatte eigentlich schon einen Kopf mit, der wurde aber schon entsorgt. Achso. Ich bring mal für unseren Farmer Zuckerrohr und Sand mit. Zuckerrohr wächst direkt vor seiner Farm, habe ich ihm da hingesetzt. Okay, ich bring trotzdem mal Sand für. Baue hier mal ein bisschen Sand für Glas ab dann. Sand von dem Aufschwung in irgendeiner Kiste. Ach, ich habe ja gerade aus einem Erdblock eine Glasflasche bekommen. So, dann mach ich mich jetzt mal bei und mach mal jetzt das Netzwerk. Los geht's. Also hier hat irgendjemand den Strand wohl aufgeschüttet, eimerweise. Trainer hat den abgebaut, nicht aufgeschüttet. Ich habe auch gerade aus Sand einen Eimer geholt. Ja, Bangrim, das sind die von den Sandturm. Sandturm M? Nein, Na, was baut man denn im Sand? Sandbogenwettbau. Danke! Mein Gott! Entschuldigung. Geht's dir gut, Trine? Brauchst du Hilfe? Oh, hier geht's ja auch. Mir helfen. Mhm. So, wir bräuchten noch Redstone, Quarz. Das Loch machst du voll bestimmt, oder? Wir bräuchten mehr Redstone. Haben wir noch mehr? Ich hab nur 6. Ich war da unten in der Mine, in der Höhle, da unten selbst ist nichts. Okay, das ist blöd. Bangrim? Hast du noch irgendwo einen Iron Ingot rumliegen? Nein. Hast du mal im zweiten Ofen oben geguckt? Ja, die habe ich schon verwendet. Jetzt noch Slabs nehmen können übrigens. Ich habe noch einen gefunden. Ich brauche noch 3 Redstone, bräuchte ich dann. Ja, bring das ich jetzt gleich bestimmt mit. Wunderbar. Im Leuchtturm war Redstone? Nee. Ich wollte gerade sagen, wir hätten im Leuchtturm. Nee. Nein. Das ist aber scheiße. Wir finden bestimmt noch Redstone irgendwo. Kein Problem. Aber für meine unterirdischen Ausflüge brauche ich erstmal einen Rucksack. Er will einen dicken Sack, will er. Ich hätte mir das andere Loch markiert sollen. War das das? Ja. Halt die Fresse, Sophie. Ich hab nichts gesagt. Klippen. Ich hab nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Du hast so gedacht. Sklain, welchen Beruf hast die du eigentlich? Die Gedanken sind frei. Arthur. Ach so, schade. Warum? Erstens hätte ich gesagt, du kannst mit mir jetzt hier in das Loch hüpfen und... Kann ich? Wo ist denn das? Von der Base aus Richtung Osten. In den Osten. Willst du da eine Mine machen oder was? Ja, da ist ein tiefes Loch. Wenn man da runter geht, ist ganz viel zu meinen. Okay, Osten. Relativ nah an der Base. Aua. Ich zeig's jetzt. Ich bin wieder zu Hause. Mein lieber Bangrim, würdest du bitte nochmal auf deinen Kompass gucken?
Fackeln. Haben wir schon Diamanten? Ich hatte den Softie Fluchtinstinkt drin. Ein paar. Wo sind denn die? In irgendeiner Kiste. In irgendeiner Kiste. Ich hatte aus dem Nether welche mitgebracht, ja. Ich sehe keine. Wer hat die Dias gemobst? Ich habe 6 Dias dabei. Ich wollte die 6 sichern für Gamble. Nee, wir wollen daraus das Netzwerk machen. Scheiß Ernst? Wir wollen das Netzwerk machen, Chef. Ja, warte, ich bin jetzt nicht zurück. Unglaublich. Ich fange hier mal dann an, als Treppe runter zu minern. Weil da springe ich nicht runter. Vielleicht direkt. Können wir erstmal das Storage-Netzwerk machen, bevor wir mit dem Gamble anfangen? Das empfinde ich persönlich als wichtiger. Und denk dran, wir könnten aus dem... Ah ne, Moment, dafür brauchen wir den Dia-Block. Richtig. Das wird sowieso nichts sonst. Ohne den Dia-Block wird dann mit dem Gamble dafür wollte ich ja machen, diesen Dia-Block. Ne, für dieses Zombie-Fleisch. Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun, als zu gamblen erstmal. Lassen wir erst ein bisschen... Wir könnten, wenn wir genug... roten Flash haben, dass wir das daraus umwandeln können, da können wir dann auch gerne mal das Gamble anfangen. Egal, aber erstmal, was du tust, dadurch, dass du nicht über Kante bauen kannst, kommst du an der Stelle nicht runter. Das ist mittig in der Höhle. Okay. Ich würde, glaube ich, eher mit einer Leiter hochbauen. Der knuspert denn da gerade? Oh, ich, Entschuldigung. Ah, ich habe, glaube ich, eine Idee, wie ich rüberkomme. Ja, ich sterbe einfach noch ein paar Mal und baue eine hoch. Leitern hoch. Direkt hier unter dir auf der Eingang. Träne die Knusperhexe, genau, ja. In Sky? Musste man in Sky alles vergambeln? Ich weiß es gar nicht. Hoch? Ja, ich weiß nicht, dass eine Leiter craften auch einen Meta-Erfolg gibt. Ach so. Da war ich jetzt ein bisschen perplex. So. Und Sticks craften auch. Alex, wir bräuchten dann auch mal bei Gelegenheit noch mehr Holz, ne? Ja, ich hab ganz viel dabei. Cool. Ich habe ja gerade ein schönes Kohlevorkommen gefunden. Wir brauchen Redstone, nicht Kohle, Mann. Ja, ich muss mich ja erstmal runtergraben, weil ich kann nicht so schadenfrei fallen wie Träne. Warum gibt es zwei verschiedene Trims? Achso, der eine ist angemalt, der andere nicht. Okay. Glenn Räuber da unten schon, sehr gut. Die oberen Kisten sind aber nur ein bisschen Luft. Ja, die Dias sind in der einen Kiste rechts neben den Dreierstapel. Mhm. Habe ich, danke. So, ich würde dann die Trims, dass ich mir hier erstmal an die Wand ranpacken. Können wir das Gebiet auch claimen, ja, ne? Sollten vielleicht immer tun, wa? Wie war's? Deine Schwester. Auf der Karte. Bangram, deine Leiter ist fertig. Okay, wo ist das Location? Danke. Ja, ich baue mir hier gerade selbst eine Treppe runter. Ich habe hier nämlich oben an der Decke einen kleinen Stollen gegraben. Ja, aber du hast Leiter. Fertig. Kann man die auch chunkloaden? Nee, das gibt's nicht. Ja. Du kannst Fragen stellen. Mit Shift? Also wenn es FTB ist, Shift. Nee. Hier erstmal Force Load selected. Rechtsklick und dann Force Load, okay. You have reached your chunk Force Load claims. Okay, wir dürfen nicht mehr claimen, okay. Also nicht mehr Force Loaden. Ich würde gerne die Settings von meinem Claim eventuell ändern. Rain Slopes, Render, Minimap. Wie ändere ich denn die Claim-Settings? Angrim möchte nicht mit uns buddeln. Der kleine Zwerg will die leider nicht runter. Doch schon, aber ohne Spitzhacke bringt das nichts, oder? Oh. Okay. Genehmigt. Open Settings. Nee. Hallo Medikiller, Dankeschön für den Resub im 6. Monat. Dankeschön.
Ach so, ja, stimmt, die Skybox, ja. Die Skybox habe ich vergammelt gehabt, ich erinnere mich. Wie kann ich die Chunk-Settings... Was willst du denn da ändern? Achtung, Spinne, Charge-Reaver. Ich will sicherstellen, dass die... dass wir, ich will sicherstellen, dass die... Claims explosionssicher sind. So. Ich wüsste aber nicht, wie ich das machen soll. Sind die nicht sowieso schon explosionssicher? Und hallo Terrarius. Moin moin, grüß dich. Weiß ich nicht, normalerweise kann man das Set einstellen. Und Medikeller, dankeschön für den... Nee, das war gerade schon. Das war gerade Medi... Ja, das, okay, das war's. Komm mal mit, Softie. Schau mal in den Set. Ich kann gerade nicht, ich muss gucken. Ich hab Pfeil. Ach ja, ja, next. Ich zünd mal ein TNT und dann guck ich mal. Nein, warte. Nein, bist du bekloppt? Nein. Ja, ist TNT sicher. Alter! Nein, Brock! Alter! Es gibt sicherere Methoden, das zu testen. Indem man in die Settings schaut, zum Beispiel. Alter. Dauert aber zu lang. Das geht aber schneller. Alter. Ey. Die Leute, ey. Oh mein Gott, da hätte ich das noch wieder zugemacht. Ich wäre jetzt nicht großartig, was passiert. Naja, es war schon arg nah an der Base. Ja, ne? Mein Geschmack zumindest. Und Winnie-Po, dankeschön für den Follow. Tirarius, dankeschön für den Resub im 10. Monat. Vielen Dank. Ach, die sind schon. Ja, ist ja langweilig mit den Settings. Genau, Settings kann jeder. Dieses Klettern ist so geil, ne? Aber manche Ärzte gehen einfach kaputt. Ja, du musst halt oben auf deine... gucken, ob das mit dem Tool, das du hast, auch abbaubar ist. Ja, es war grün. Wieso liegen hier einzelne gebrannte Steine im Inventar? Aber ich sollte mir trotzdem mein Eisentool machen, ja, was recht. Okay. Das ist hübsch. Was macht aber man meine Zwergenfähigkeit greift hier nicht, dass ich mit einer Eisenspitzhacke eigentlich alles abbauen können sollte. Hallo Nero. So. Das, hat das mit dem Miner hat bei mir auch nicht funktioniert immer. Das war aber beim letzten Mal. Der Wayminer funktioniert auch nicht, ja. Ja. So, wir brauchen erstmal ein paar Inventory-Trims. So. Da trimmen wir mal ein paar Inventare hier. Habt ihr schon Redstone gefunden, oder? Redstone? Nein, so tief sind wir, glaube ich, nicht. Nee, da müssen wir viel tiefer. Muss tiefer. Aber ich habe noch 23 Blöcke tiefer können wir noch. Ich habe noch 23 leider einen Einstieg. Ich habe eine Werkbank dabei und ich kann Steinspitzhacken euch versorgen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 1. Nein! Nein? Doch! Ah, oh. Creeper! So. Ich kann ja schon mal 6 Redstone-Fackeln machen. Ich brauche noch 3 Redstone, dann hätten wir alles. Also, kannst noch weiter runterkommen. Leider steht Bangrim. Wo ist denn der Quarz? Komm ich gleich. In irgendeiner Kiste. Mhm. Ja, hab ich habe gerade einen schönen Flöz Kohle gefunden. Wollte Flötzpiepe. Ich nenne es liebevoll mein großer Softie. Nee, was macht denn jetzt der Creeper? Ist der Wahnsinn, hau ab. Danke. Geht nicht X. Alter, die würden auch direkt Redstone-Fackeln gehen, ne? Es muss jetzt nicht unbedingt Redstone selbst sein. So. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8. Alter, sag mal, was ist denn mit ihm? Mann, ey. Aber auch nur am Bewegen. Ich habe leider keine Fackeln mehr dabei. Jetzt kann man die auch ernsthaft alle einsammeln. Ach Quatsch, echt? Generieren wir etwa Pfeile? Ja, unendlich. Das ist ja praktisch. Das ist praktisch, ja. Was denn das? Deepslate Gleaming Ur. Also das kann man schon mal nicht abbauen. Bangrim, bringst du auch Leiter mit? Oder willst du ein Stöckchen für Ding, für Leiter? Kleinen Moment. Das Stöckchen hab ich. Nee, hab ich doch nicht mehr. Ich hab Redstone. Wuhu! Aua! Hey!
Und zwar, hier ist eine schöne Geode. Die wachsen hier an den Wänden, wenn man die Budding stehen lässt. Redstone ah ja, so wächst, wie die Amethyst. Redstone ja, hier wächst. Ist ein, eine Mod drauf, die nennt Geode. Geode Plus. Okay. Wir haben... Ich hab vor Netherit gefunden als Geode. Träne, was? Nichts. Was hast du getan? Bist du gestorben? Nein. Ah ja, Shot by Skeleton. Infame Unterstellung. Also ich habe 12 Redstone, bringe ich jetzt gleich mit. Mhm. Ich markiere die Geode mal für alle. Nein, lass doch. Lexplay. Was machst du denn da oben? Ja, markiere ich sie nur für mich. Eine Landebahn bauen. Ah. Sieht ein bisschen kacke aus, ne? Ja, und außerdem auf der Seite, wo man die Lichter sehen würde von der Base. Ja. Sie sehen nicht so viele Lichter. Doch, klar sieht man die von der Base aus. Das musst du aber normal machen, du. Das sieht quasi kacke aus, du. Nö. Huch. Schon gut so. Was soll ich denn kacke sein? Es sieht kacke aus? Finde ich nicht. Es ist nicht mehr dieselbe Farbe wie der Leuchtturm, Alter. Mein Haar, ist das scheißegal, es ist ein fucking Landebahn. Schau dir unsere Base an, die sieht genauso kacke aus. Also ja, die ist ja nur temporär. Ja, sie ist nur temporär. Dann machst du die aber auch schick hinterher. Ja, ich möchte später den Rahmen von der Landebahn, die Blöcke haben und das Holz drinnen, ne? Das muss aussehen. Ich werde den oberen Turm umbauen und dann werde ich hier Asphalt legen. Und ich möchte bitte, dass du eine Wasserbahn reinmachst, dass wir in einen Wasserstreifen landen können. Und Landelichter. Ein- und Ausschalten. Landelichter sowieso, ganz klar. Ja, Blinklichter. Ja, ich werde hier ganz viel mit Redstone machen, ganz bestimmt. Apropos Redstone, Barangan? Ich mache noch mal ein Inventar voll, wenn ich gerade einmal hier unten bin. Nein, sobald wir mal ein paar schöne Baublöcke haben, baue ich dann gegenüber die Bahn noch mal neu. Kann jemand Pfeile schießen? Da hinten ist ein Charged Creeper an der Basis. Da würde ich jetzt ungern beigehen wollen. Ist der da hinten? Ja, ne? Ja. Geh mir vorne bei. Da ist ja noch so ein Zombie gewesen. Den hast du schon weggemacht. Ne, hier ist er ja. Hi. Stopp. Du dreckiger Schüft. Eisenbrot habe ich bekommen. Da ist ganz viel Eisen drin. Hä? Wieso? Wo kommt denn jetzt her? Okay. Oh, habe ich auch bekommen. Eisenbrot. Oh, Stärke für 10 Minuten. Okay, alles klar. Okay, nehmt euch nach, ihr Schufte. Nicht sehen? Ey, nicht auf mich schießen. Huch, aua, das war auch knapp. Hab ihn. Quasi.